Ja, hallo ihr Lieben, Christian Eschmeier. So, ich bin wieder aus meinem kleinen Trip zurück, der da ja war. Die Lesung in Wien, sehr schön. Die libysche Party in Köln, episch. Ich werde da versuchen, auch nochmal was zusammenzuschneiden. Und natürlich St. Anton Snowboarden. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich bin auch schon ready für EM hier. Und bevor wir gleich loslegen, wollte ich nochmal hinweisen auf mein Buch. Hat schon höheren Bewertungsrang als alle vorherigen. Vielleicht guckt ihr mal rein, wenn ihr auch in Langzeitbeziehungen wollt. Es wird auch ein bisschen Thema sein heute und Urlaub. Und jemand trennt sich kurz im Urlaub. Ihr könnt auch noch einsteigen in Selbstliebe-Challenge, die Drama-Challenge und die Manifestation-Challenge. So, also fangen wir mal an mit einer kleinen Erfolgsmail. Lieber Christian, ich bin weiblich 35, habe vor 2 Jahren nach der Trennung von meinem Ex-Freund unteraktivierte Beziehung mit Modul 0 begonnen und seitdem viele deiner Kurse gemacht. Am meisten gebracht haben mir der Liebeskummerkurs, Modul 1, die Kurse zum Thema Bindungsangst und deinen Datingkurs für Frauen. Ja, das ist auch so, würde ich mal sagen, eine Kombi, wenn ihr mal so richtig durchstarten wollt. Genau. Ich habe seitdem konsequenter Material angewandt und durch Standards alle Männer der letzten beiden Jahre relativ zügig nicht weiter mein Leben gelassen. Super, klar, aber freundlich. Vor 7 Wochen habe ich einen Mann kennengelernt. Vor einer Woche haben wir gemeinsam thematisiert, dass wir jetzt in einer Beziehung sind und ich bin zum ersten Mal so richtig in meiner weiblichen Polarität und er ist für mich total männlich. Kann ich gar nicht sagen, wie mich das freut. Also es freut mich so, wenn das auch angenommen wird und funktioniert. Und ich habe auf der libysche Party auch gesagt, ich bin überzeugt, dieses Polaritätskonzept, das ist an der Speerspitze der Modernität irgendwie. Also man sieht das auch schon teilweise in den USA von ganz jungen Influencern wird das wieder voll gepusht, das wird so kommen, ey. Also es wird so eine krasse Gegenbewegung geben gegen dieses Männer und Frauen sind total gleich Mantra, was wir gerade haben. Sehr gut. Jetzt kommt etwas passive Bindungsangst auf, weil das nicht toxisch ist. Ja, das ist die, bist du jetzt auf den zweiten 50%, das heißt, die ersten 50% hast du geschafft. Ja, dass man dem Universum sagt, nee, hier toxische Beziehungen brauche ich nicht mehr. Und du hast auch jemanden, den du polar findest, das empfehle ich ja immer. Und jetzt bist du auf der zweiten Strecke, die auch echt nicht ohne ist, sichere Beziehungen aushalten. Das vergessen immer viele, weil man sieht das immer wieder, dass diese Drama-Beziehungen gesucht werden, weil man eben selber dramasüchtig ist. Deswegen auch die Anti-Drama-Challenge. Genau. Gut, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Mail von Jenny Latschkola und sie schreibt: Hallo Christian, ich erstmal vielen Dank für deine tollen Beiträge. Ich, weiblich 42, versuche meine Story kurz zu halten. Vor circa 7 Wochen hat mich mein Partner, etwa mein Alter, nach 7 Jahren Beziehung und auch vielen Jahren gemeinsamen Wohnens verlassen. Für mich aus dem völligen Nichts. Null Ankündigung oder ähnlichen. Und das nach 4 Tagen. Ich muss, sorry, dass ich immer so lachen muss, aber das ist nicht, weil ich es witzig finde, das ist sondern immer so ein Verzweiflungslachen, ey. 4 Tagen Urlaub auf einer Insel in Thailand. Bis dahin war es bis zum letzten Tag innig, nah, liebevoll und intim. Er könne nicht mehr, er war ein emotionales Problem. Er war panisch, es gab nichts mehr zu reden. Es gab nur den harten Abbruch. Und ich bin, ich vermute mal, alleine nach Hause geflogen. Was ein Horror, ey. Was ein Horror. Denke, es ist vorstellbar, was für ein Horror es für mich war. Ja, absolut. Er blieb weitere 2,5 Wochen in Thailand abgetaucht. War das vielleicht hier unser Jürgen Zietlow? Oder ein Freund von ihm. Er machte unseren Urlaub, den wir mit viel Freude gemeinsam geplant hatten, zu Ende. Was ein Bitch-Move, ey, sorry. Ey. Gut, also was man erstmal sagen kann, dass jemand, der dich auf einem fremden Kontinent, ja, sich trennt und dich auch noch dann alleine nach Hause schickt und dann weiter Party macht, also mit so einem Menschen, was auch immer vorher war, ist meine Meinung jetzt nur, würde ich nie wieder was zu tun haben wollen, also gar nichts. Ich kann es vollkommen verstehen, dass man sich auch mal, da kommen wir gleich nochmal zu, dass man sich auch mal
Ja, also unerwartet trennen, weiß ich jetzt nicht, aber dass es manchmal so ein bisschen schnell kommt oder dass einfach irgendwann so das Fass überläuft und man trennt sich dann, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber in Thailand, das ist ja wie, weiß ich nicht, was für ein Scheiß ist das? Also, vor allen Dingen geht jetzt das Kino los, was macht er da, ne? Aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich musste währenddessen ausziehen, neue Wohnung suchen. Ja, du musst gar nichts. Also du kannst auch sagen, sorry, wenn du mich hier, ich lasse mir jetzt Zeit. Also wenn du mich, weißt du, du musst es nicht, du musst nicht gleich springen. Also natürlich, wenn der Partner sagt, ich habe keinen Bock mehr und das ist eine Wohnung, klar, muss man dann ausziehen, aber muss es nicht gleich machen, ne? Also für dich kommt das ja aus dem absoluten Nichts. Und dann kannst du auch sagen, sorry, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit und muss man auch nicht zu nett sein jetzt, ne? Und sonst geht wohl halt ein Hotel für 3 Wochen oder so. Aber ich werde jetzt ganz in Ruhe suchen, ne? Es gab in den 7 Jahren mehrere Offs. Ja. Das ist schon der erste Fehler, leider. Ich kann euch immer nur wieder raten, wendet einfach mein Material sklavisch an, ne? Dann wärst du jetzt nicht an diesem Punkt. Also wahrscheinlich kannst du mich noch nicht, aber On-Off-Beziehungen nicht zu retten, nicht. Die sind nicht zu retten. Und genau das passiert, das ist jetzt wieder passiert. Ich habe dann wieder ein Off und das wird immer so weitergehen. So. Und ich könnte auch wetten, dass er wieder ankommt. Also nimm ihn nicht zurück. Ne? Jetzt mach Schluss. Ne? On-Off ist ja auch, also On-Off kann man jetzt auch nicht einem zuschanzen. Also mach da Haken dran und lass es jetzt wirklich ein Off sein irgendwie. Aber wie gesagt, das On-Off heißt jetzt nicht, dass immer nur einer, also es heißt einfach nur, es passt irgendwo nicht. Ne? Gut, wo waren wir jetzt? Immer aus heiterem Himmel, nie ein wirklicher Grund, immer, er wüsste nicht genau. Weniger Gefühle, Angst, dass es nicht richtig ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Vielleicht ist da ein bisschen ein Minuspol und dann gibt es ja den Gefühlstod so ein bisschen und dann weiß man nicht, also das muss jetzt auch gar nicht heißen, hat jetzt auch mit Betrügen erstmal nichts zu tun oder so, ne? Also das, also gerade viele Bindungsängstler, vielleicht ist es ein Bindungsängstler, könnte ich mir vorstellen durchaus, die sagen dann nicht, weil die auch manchmal so co-abhängig sind, sagen die nicht, was Sache ist und dann wird es plötzlich überschwellig und man fühlt es einfach gar nicht mehr. Aber es kommuniziert er halt nicht und dann ist plötzlich so ein Moment, ach, ich kann das alles nicht und dann fliegt es auseinander und dann vermisst man sich wieder, dann geht es wieder zurück. Aber es heißt letztlich, dass die Bindungsstile nicht passen, ne? So, Interesse an anderen Frauen. Das erste Mal 6 Wochen, ich vermute mal 6 Wochen off, habe mich zurückgezogen, er lenkte ein und sofort immer super intensiv und enorm liebevoll. Ja, dann ist ja, kennen wir ja so von, nehmen wir mal an, das ist jetzt einer vom Bindungsängstler, ja, dann bist du weg und dann bist du wieder interessant, so, ne? Einmal macht er in Italien Schluss, wie immer plötzlich ohne Vorwarnung. Nach dem Sex, also warum das jetzt nach dem Sex ist, kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht wird ihm dann irgendwas klar oder er merkt, er ist einfach nicht bei der Sache oder so. Aber ja, man, das ist ja immer, wenn man die Sachen durchlaufen lässt, werden sie immer schlimmer jetzt. Also man sieht ja auch hier die Steigerung, ne? Italien, jetzt ist es in Thailand, nächstes Mal lässt er dich da irgendwie in der Wüste allein mit den Wasservorräten oder was. Also naja, also warum das im Urlaub passiert, weiß ich, das kann ich jetzt auch nicht. Aber scheinbar ist da irgendwas, was er dir nicht sagt irgendwie, ne? Kurz bevor ich abreisen wollte, lenkt er wieder ein. Die letzten 3 Jahre, in denen wir zusammenlebten, war es ruhig. Ich sagte, wir oder besser er haben es überwunden. Ja, das kann ich total verstehen, dass man nach 3 Jahren denkt, das Thema ist durch. Ja, das verstehe ich natürlich. Er ist sich bewusst, dass er ein Bindungsproblem hat. Ah, okay, da haben wir es ja. Geht aber nicht tiefer. Alle seine Beziehungen enden mit einem Drama. Ja, es ist, wie sagt man immer, past events form future trends, ne? Vergangenheit bestimmt die Zukunft dann, ne? Er flüchtet, wenn er eine Ex trifft. Ah, here we go. So hast du mir schon gedacht. Ich habe mir eingebildet, zwischen uns läuft es. Es hat mit dir nichts zu tun. Also, wie gesagt, zwischendurch warst du ja auch die Ex, mit der er dann wieder weitergemacht hat, ne? Also, das sind einfach Bindungsdynamiken. Das hat, die Person kannst du austauschen, ne? Und vor allen Dingen, wie trifft er plötzlich auf eine Ex? Also, was, ich meine, das heißt so, die schreiben sich doch dann im Hintergrund, oder nicht? Also,
Naja, was soll's. Ich habe mir eingebildet, zwischen uns läuft es. Habe jetzt allerdings auch viel Rücksicht auf seine Launen genommen. Das halte ich für falsch. Ich finde, man sollte nicht so viel Rücksicht nehmen auf so einen Minuspol. Ne? Ich finde, dann muss man echt sagen, ey, sorry, wenn du mit normalen Sachen hier nicht klarkommst, ist dein Problem, ne? Dann aber nicht meins irgendwie, ne? Also es sei denn, es, man schreibt jetzt dem Partner 100 Mal am Tag oder so und der sagt, das ist mir zu viel. Das ist natürlich was anderes, aber auf diese ganzen Launen und da immer Rücksicht nehmen, dann spielst du das Spiel des Bindungsängstlers, ne? Nicht gut. Das wird viel geraten, dass man sich darauf einlassen soll, meine Meinung ist nicht. Also natürlich muss man irgendwo, gibt es immer kleine Bindungsunterschiede, die man mit Kommunikation versucht zu überwinden. Das ist schon so, ne? Aber es heißt nicht, dass man den Bullshit von jemand erträgt, nur um die Beziehung am Laufen zu lassen. Nee, also ganz im Gegenteil. Das ist, wie gesagt, das ist schlechter Rat. Also was ich immer sage ist, sag das auch klar, ne? Also auch nicht so eine co-abhängige Sprache, ne? Also einfach so, sorry, mache ich nicht mit, ne? Er ist eher ruhig und eher introvertiert, ich eher das Gegenteil. Wir ergänzen uns super. Auf allen, ja offensichtlich nicht überall. Auf allen Ebenen hatten wir sehr viel Spaß und Freude. Und ich dachte, es wäre echt. Das heißt ja nicht, dass es nicht echt war. Also ihr hattet jetzt 7 Jahre, die auch, ist ja auch nicht alles schlecht an und auf Beziehungen, ne? Also die liefern ja auch ein bisschen Drama und manchmal ist es ja zu wenig Drama. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles schlecht war. Ich würde nur nicht, ist ja auch nichts Schlimmes passiert, ne? Also das heißt nicht, dass es nicht echt war, aber ich würde schon denken, dass er dir nicht alles erzählt hat, so, ne? Sonst kann es ja nicht aus dem heiteren Himmel kommen, ne? So, mal gucken, wie es weitergeht. Meine Träume spiegelten meine Ängste. Ich habe häufig von dem Ende geträumt. Ich war, ja, gut. Wusste dann unterbewusst dann scheinbar schon. Ich weiß, dass auch ich ein Problem habe, Verlustangst. Habe aber an mir gearbeitet und tue es weiter, auch mit professioneller Hilfe. Ja, vielleicht warst du ein bisschen zu plussig manchmal. Aber was wir bei ihm halt sehen, dass er nicht, ich weiß jetzt nicht, was dein, wo dein Part so ist, keine Ahnung, aber er kommuniziert auf jeden Fall nicht genug, ne? Nach 2 Wochen wurde er mit einer neuen Frau gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach Italien, vermute mal, es war nach dem Italienurlaub. Klar, Männer, sorry, das muss ich auch mal mein eigenes Geschlecht sagen, Männer trennen sich in aller Regel nicht ohne ein Backup, ne? Ich bin auch absolut sicher, zu 99%, dass da auch im Thailand, also ob die schon in Thailand ist oder ich weiß nicht was, dass da auch, oder muss auch nicht sein, vielleicht ist die auch in Deutschland, aber dass da jemand gibt, bin mir ziemlich sicher. Und die taucht nicht aus dem Nichts auf, ne? Muss man schon mit schreiben vorher und so. Also, naja. Also ich meine, Beziehungen sind schwierig, ich will jetzt auch nicht zu streng sein. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt, aber ich konfrontierte ihn, ob es nicht doch noch was zu sagen hätte. Er bestreitet es, er wollte nur seiner Einsamkeit und seinem Schmerz entfliehen. Kein Ersatz, keine Bedeutung. Ja, vielleicht war es doch jetzt nach Thailand, okay. Ich sag ja, also also gerade wenn er es auch vorher nicht geschafft hat, sich zu trennen. Also klar ist er. Jetzt will ich aber auch, ich will jetzt auch nicht zu streng sein. Vielleicht hat er sich langsam entliebt. Vielleicht hat die Bindungsangst oder was auch immer. Das kann ich jetzt alles nicht sagen. Vielleicht war es ihm zu langweilig oder ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, gerade für Langzeitbeziehungen, ne? Gerade auch für unteraktivierte Beziehungen, sehr gut. Weiß es jetzt letztlich auch nicht. Ich kann ja schon verstehen, dass man irgendwann, dass man sagt, nee, jetzt ist es einfach zu viel. Und ich kann es sogar auch noch verstehen, also manchmal sieht man sich dann auch nach Abwechslung oder keine Ahnung, irgendwas anderes oder man betäubt sich damit. Ich will ihm jetzt auch nicht, also sehr wahrscheinlich hatte er zu der Frau schon vorher Kontakt, das finde ich halt suboptimal, sag ich mal. Aber gut, ich bin jetzt nicht das Bundesmoralministerium. Wir alle machen mal Fehler und wurschteln uns irgendwo durch. Und vielleicht hat er sie auch danach getroffen. Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich
fühlt das einfach nicht mehr in eurer Beziehung, ne? Und das muss man auch akzeptieren. Was ich einen absoluten Bitch-Move finde, ist, das in Thailand zu machen, so, ne? Und dich dann alleine nach Hause ist das, und dann zu überlegen, was macht er jetzt da? Und das ist ja euer gemeinsamer Urlaub auch, ne? Ich weiß nicht, ob du den auch mit bezahlt hast oder so. Also das allein will ich schon denken, also sorry, empathielos und einfach nur ekelhaft, also kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das ist wirklich auch, das ist, ich könnte wetten, dass da noch viel mehr war in eurer Beziehung, wo du vielleicht drüber weggeguckt hast, aber naja. Ich bekam eine lange E-Mail, weil wir sonst keinen Kontakt haben, nur organisatorisch, dass die E-Mail ging wieder darum, wie sehr er mich geliebt hat. Ja, mag mal gewesen sein, aber jetzt scheinbar nicht mehr, ne? Manchmal gehen Beziehungen auseinander, ja, kann man nichts machen, aber das Wie ist schon hier auch ein Problem, ne? Ich sei die Einzige, die ihm Geborgenheit und dein Gefühl schon angekommen gegeben habe. Ja, vielleicht warst du zu sicher, ne? Zu vertraut. Vielleicht hat ihm das Drama gefehlt. Keine Ahnung, ne? Ich war sein Leben, bla bla bla. Ja, jetzt bist du die Ex. Und das heißt auch, du wirst interessanter werden jetzt. Und wahrscheinlich klopft er irgendwann wieder bei dir an. Also ich kann dir nur raten, nimm ihn nicht zurück, ne? Wie gesagt, die Person kann man austauschen. Das hat, also mit den Personen hat das gar nichts zu tun, ne? Er wollte nicht mehr kämpfen, sei über seine Grenzen gegangen. Ja, kann sein, ja. Dass er mir nichts gesagt hat, ja, er meint, das sei nur seine Entscheidung. Nee, das sehe ich anders und das finde ich, ich kann das echt verstehen, dass man aus Emotionen rausfällt. Ich kann es nicht wirklich verstehen, aber dann zu sagen, sorry, ich präsentiere dir jetzt nur das Ergebnis meines gedanklichen Prozesses, der vielleicht über Monate oder Jahre geht. Das mag sein, dass er da irgendwie eine psychische Struktur hat, dass er denkt, das wäre jetzt richtig oder in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, ne? Muss man ganz klar sagen, ne? Sehe ich anders? Ja, sehe ich auch anders. Den Prozess muss man teilen, ja, sehe ich auch so. Schöner Satz. Ich ahnte einfach nichts. Er plante noch vor kurzem unser gemeinsames Rentenleben. Ja, das sind natürlich immer so Momentaufnahmen, wenn du mit jemandem, der so gerade so im Bindungsangstmodus bist, dem Moment hat er das vielleicht, also die Geschichten sind da nicht immer so, ne? Wenn jemand so ins Minus fällt und dann aus der Beziehung rausfällt. Ja, das ist leider häufig so, also auch, dass er aus dem Nichts kommt und ja, vorher wurde noch irgendwas geplant. Ich denke mal, er hat immer nur das Positive kommuniziert und vielleicht hat er so ein Muster, dass er meint, das Negative wird sowieso nicht gehört, aber ist nicht richtig, ne? Dann verlässt er mich auf diese Weise und datet direkt. Ja, machen viele Männer, muss man schon sagen. Es ist so widerlich für mich in unserer Wohnung, in meinem Bett. Was? Ach so, du bist ja aus, bist schon aus. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ich meine, das ist jetzt nicht schön. Beziehungsenden sind häufig messy und ja, also ich denke, dass er sich schon lange Zeit entliebt hat und jetzt kriegst du halt nur das Ergebnis präsentiert. Aber wie gesagt, also ich finde schon, dass er seine Bedürfnisse, dass er da sehr durchsetzt und es wäre auch irgendwie, ich meine, wenn er getrennt seid, seid ihr getrennt, so, ne? Aber vielleicht hat er sich auch getrennt, um die andere zu daten. Also das ist natürlich sein gutes Recht, sage ich jetzt mal, so hart das auch ist. Aber dich dann so Hals über Kopf nach Deutschland zu schicken, aus der Wohnung rauszuschmeißen, ist natürlich absolut nicht in Ordnung, ne? Gerade in der heutigen Zeit, ne? Aber es ist nicht schön, ne? Und vor allen Dingen, jetzt schreibst du in meinem Bett. Also diese ganzen Umstände sind echt überhaupt nicht schön. Ich hoffe, das wird so deutlich, dass ich verstehen kann, dass Beziehungen auseinanderfallen. Aber dieses ganze Wie hier, boah. Schmerzt enorm, glaube ich absolut. Ich gebe mir wirklich Mühe, mich zu lösen, habe tolle Freunde und ein ausgefülltes Leben. Na, das ist also diese ganzen Umstände, die sind schon ein bisschen, weiß nicht, ob es traumatisch das richtige Wort ist, aber das muss man erstmal verarbeiten irgendwie, ne? Aber Fakt ist, er liebt dich nicht mehr richtig und dann ist auch besser, wenn es vorbei ist, ne? Alles andere ist eigentlich Ego, Verlustangst, aber sei froh, dass dieser On-Off-Scheiß vorbei ist und vielleicht hast du dich auch weiterentwickelt und vielleicht passt der auch einfach nicht mehr dazu jetzt, ne? Ja, so, mache meinen Sport, mache meinen Job,
und war immer unabhängig von ihm. Weiß auch, dass unsere Dynamiken sich wahrscheinlich angezogen haben und es so intensiv machten. Ja, es ist nichts passiert. Hast nicht dein ganzes Vermögen verloren oder sowas. Waren scheinbar interessante Jahre. Ist doch alles gut. Und das Ende ist jetzt scheiße. Und reicht auch, dass du nichts mehr mit ihm zu tun haben willst. Aber ja, komm, ey, hack's ab, ey. Guck nach vorne, guck, was du jetzt für geile Typen anziehen kannst und so. Mach einen Datingkurs und fertig. Mein Kopf weiß es, mein Herz ist zerrissen. Ja, klar. Das alles ihn loszulassen. Hoffnung hatte ich nie. Ich wusste bereits in Thailand, dass es davon gar nicht zurück mehr gibt. Ja, wahrscheinlich, weil du gemerkt hast, dass jemand anders am Start ist. Im Verlauf eines, der wird aber, ich fürchte, er wird wiederkommen, aber bitte nimm ihn nicht zurück, ey. Wirklich, ey. Im Verlauf eines WhatsApp-Chats warf er mir noch Entscheidungsunfähigkeit, Abhängigkeit und Kritikunfähigkeit vor. Alles Dinge, die ihn betreffen. Ja, das machen ja die viele Meinungspole gerne, also so projizieren auf einen. Ja. Aber gut. Ich bin nix wirklich davon, bin ein Macher, so verrückt, wie soll ich mich dagegen wehren? Abhaken, hat sich wirklich absolut scheiße. Also das kann man lernen, also ich hab's leider, ich find's manchmal auch schade, ich hab das auch gelernt, also wenn sich auch Freunde und so bei mir, wenn die sich scheiße verhalten, also richtig scheiße, ist sofort vorbei, ich kann das irgendwie nicht mehr, ne? Muss man jetzt auch, kann man auch sagen, ja, es sind alles Menschen, Menschen machen Fehler, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben und also insofern kannst das, ja, er ist, wie er ist. Und ja, du hast ihn irgendwie gemocht, kann man natürlich auch hinterfragen, ne? Also warum, wie entspricht er da deinem Beuteschema und gibt es da vielleicht Probleme mit? Aber es ist, wie es ist, ne? Er liebt dich nicht mehr, wird eine andere, ist vorbei, fertig, ne? Guck nach vorne, wirklich, guck nach vorne, ey. Aber ich glaube schon, dass er dich auch geliebt hat, so ist jetzt nicht, ne? Ich bin gegen seine Wahrheit machtlos. Ja, das ist dieser 1 und 1 ist 5 Moment. Da kannst du nichts machen. Du kannst die Wahrheit von anderen Menschen nicht verändern in aller Regel. Ne? Also wirklich zu 99,9%. Außer sie sagen, hey, ich glaube, ich bin hier falsch. Wie siehst du das? Also wenn da eine Offenheit ist, aber die ist ja nicht da. Ne? Heute weiß ich nicht mehr, ob es echt und Liebe war. Fühlte mich bis zuletzt so an. Was war das denn für eine strange Nummer? Und wie kann mein Herz davon heilen? Das wird davon heilen. Aber ist schon, also ist schon echt ein Ding, muss ich echt sagen. Ich gebe mir wirklich den Mühe, den Fokus auf mich zu richten, abzulenken, ein neues Leben zu entwerfen. Ja, das dauert natürlich jetzt Zeit, ne? Da gibt ihr mal ein paar Monate oder ein Jahr, ne? Bin sehr traurig. Ja, also mach die Sachen, die in meinem Liebeskummerkurs sind, ne? Dass du da wirklich auch gedanklich dich trennst davon. Ich würde wirklich nur noch, also die Vergangenheit ist tot, die gibt's nicht mehr. Den Typen gibt's nicht mehr. Der ist wie tot für dich, ne? Sei dankbar für die schöne Zeit und ansonsten würde ich nur noch versuchen, nach vorne zu gucken. Auch nicht mehr gedanklich durchdenken, wieso und warum, bringt alles nichts. Also ich muss wirklich sagen, wenn mir sowas passieren würde, heute, früher hätte ich da ganz anders mit dem Menschen, aber heute, die Person wäre sofort für mich gestorben, ne? Ich weiß noch, ich hatte mal jemand auf so ein Date aus Bayern. Da war ich, bin ich nach Bayern gereist, hatte dann ein Date und dann hat die mich abends nach Hause geschickt, hat gesagt, ach nee, doch nicht. Also wir hatten das ganze Wochenende, hatten uns verabredet und dann dachte, ach doch nicht. Nee, fahr mal wieder nach Hause und dann konnte ich sehen, wie ich, habe ich noch in Hamburg gewohnt. Wie ich dann abends um, weiß ich nicht, 8 Uhr wieder sehen kann, wie ich da irgendwie von aus der bayerischen Provinz da irgendwie nach Hause komme und die Person war sofort gestorben für mich, ne? Jetzt haben immer noch, wieso? Das war doch alles gar nicht so schlimm, war nicht, sorry. Bitch-Move, keine, ne, ist für mich gestorben, ne? So. Manchmal tut er mir leid. Nee, da ist wirklich kein Grund für. Danke fürs Zuhören. Mach weiter so. Beste Grüße aus der äußeren Mongolei. Ja, okay, mach die fucking Kurse. Sorry, ist ein bisschen länger geworden. Und wenn ihr auch Fragen habt oder auch Themen habt, schreibt es irgendwie unter das Video oder schreibt es über ein Formular auf liebische.de oder auch Reaction-Wünsche. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.